بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah eine Reihe abschließen, die wir mal vor längerer Zeit begonnen hatten. Und zwar hatten wir eine Tafsir-Reihe gehabt. Und zwar, wo wir uns in erster Linie mit den Suren aus Juz Amma, das heißt diesen kleineren Suren, beschäftigt hatten. Und es sind insgesamt noch zwei Suren offen, die wir besprechen müssen, die wir inshallah ta'ala jetzt auch in den nächsten beiden Unterrichten besprechen wollen, sodass wir diese Reihe abgeschlossen haben, und wir werden dann auch inshallah ta'ala, wir sind gerade dabei, nächste Reihen vorzubereiten, dass wir dann inshallah gleich mit einer neuen Reihe beginnen können, inshallah ta'ala. Heute inshallah wollen wir uns mit der Sura Nummer 79 beschäftigen. Und zwar ganz konkret Surat An-Nazi'at. Und Surat An-Nazi'at ist eine typisch mekkanische Sura, die in der Zeit von Mekka unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurde und welche insgesamt aus 45 Versen besteht und bekannt ist unter dem Namen Al-Nazi'at. Das erste Wort nach dem Waw in dieser Sura, Wal-Nazi'ati Gharqa. Es gibt noch einige andere Namen für diese Sura, manche nennen sie einfach فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَ oder فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى. Aber am bekanntesten ist diese Sura unter dem Namen An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ist eine Sura, meine lieben Geschwister, in der Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen in Mekka auf ihren Tughyan aufmerksam machen möchte. Wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, was eigentlich Tughyan ist. Aber diese Sura möchte die Mekkaner darauf aufmerksam machen, dass ihre Überheblichkeit und dass ihre Ablehnung der Botschaft unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Ende nur dazu führen wird, dass sie verlieren werden, genauso wie Pharao, der in dieser Sura erwähnt wird, verloren hat, obwohl er dachte, er wäre der höchste Herr und er wäre Gott auf Erden. Es ist eine Sura, in der der Begriff Sa'i zweimal vorkommt und in der das Wort Khashya ebenfalls zweimal vorkommt. Sa'i und Khashya. Sa'i, das Streben nach einer Sache. Allah Ta'ala, er möchte uns in dieser Sura die Augen öffnen, dass jeder Mensch verantwortlich ist für das, wonach er strebt, worauf wir noch zu sprechen kommen werden, inshallah. Khashya, Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Rettung des Menschen in der Ehrfurcht, in der Khashya gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala liegt und dass derjenige, der Khashya in seinem Herzen hat und nach dem Guten strebt im Leben, zu den Erfolgreichen gehören wird. Und derjenige, der keine Khashya in seinem Herzen hat und dementsprechend nach dem Schlechten im Leben strebt, zu den Verlierern gehören wird, genauso wie Pharao, die Geschichte, welche in dieser Sura erwähnt wird. Surat An-Nazi'at ist eine Sura, welche mit einem sehr, sehr harten Schwur beginnt. Einem Schwur, der erst einmal Angst macht. Aber auch einem Schwur, der nicht ganz klar und deutlich ist, was damit gemeint ist. Und der Koran, er macht dies absichtlich. Er schwört bei einer Sache, die gewaltig klingt, die aber nicht eindeutig ist, damit der Mensch nachdenkt, was will eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala damit sagen. Und diese Sura beginnt mit einem Schwur, also eigentlich mit mehreren Schwüren, insgesamt drei Schwüren. Und das erste Wort, bei dem geschworen wird, ist ein Wort,
was einem ein wenig Angst macht. Ein Wort, was sehr, sehr schwer wiegt und was einen Menschen zum Nachdenken bringt. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla la quwwata illa billah. Er beginnt diese Sura mit dem Schwur bei den sogenannten An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa. Von welchem Wort kommt denn Nazi'at? Von Naz'? Diejenigen, die Arabisch können, die müssten verstehen, was Naz' bedeutet. Was heißt Naz'? Was bedeutet Naz'? Ja, etwas mit Kraft, mit Stärke, einer entziehen. Etwas, was mit Kraft und Stärke zu tun hat und wo es darum geht, dass einem etwas entzogen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört hier nicht nur bei den Nazi'at, also bei denjenigen, die etwas entziehen, sondern er fügt noch etwas hinzu. Und zwar eine Eigenschaft, gharqa, von gharqa. Gharqa heißt so viel wie ertrinken. Aber gharqa kommt auch von istaghraqa, eine Sache, mit der man sich intensiv beschäftigt, die Zeit von einem nimmt. Und deswegen, wal-nazi'ati gharqa, Allah Ta'ala erschwört bei den mit Heftigkeit Entreißenden. Wer könnte damit gemeint sein? Die meisten Mufassirun, die meisten Koran-Exegeten, lass das gehört gleich inshallah zu Ende, damit es nicht zu heiß wird hier. Es wird so nicht viel bringen. Die meisten Koran-Exegeten sind der Ansicht, dass hiermit die Engel gemeint sind. Und deswegen ist es auch die weibliche Form. An-Nazi'at. Es gibt noch andere Meinungen. Eine Meinung ist, dass es sich hierbei um Himmelsgestirne handelt. Aber wir bleiben einfach mal bei der Meinung, dass es sich um die Engel handelt. Die Meinung, welche die Mehrheit der Gelehrten bezüglich dieser Verse vertritt. Aber was wird denn heftig entrissen? Was ist damit gemeint? Der Koran, er sagt es nicht. Aber der Mensch, er macht sich darüber Gedanken. Und derjenige, der der arabischen Sprache damals mächtig gewesen ist, der wird es wahrscheinlich auch indirekt verstanden haben. Und sich dann überlegt haben, was könnte damit gemeint sein? Und vielleicht von ganz alleine dann auf die Antwort kommen. Nämlich, damit sind die Engel gemeint, welche die Seelen der Ungläubigen heftig aus ihrem Körper ziehen. Allah Ta'ala, er beginnt also mit einem Schwur, der erst einmal angsteinflößend ist. Alles wird enden. Alles wird enden. Das, worum es auch in dieser Sure geht. Das Leben ist kurz. Und deswegen, was ist der letzte Vers in dieser Sure? Kennt jemand von euch die Sure auswendig? Was ist der letzte Vers in dieser Sure? كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Es wird so sein für sie, an jenem Tag, wo sie sehen werden, ja, sie werden sozusagen auferstanden sein, die Menschen, und sie blicken zurück auf diese Dunya. Und was werden sie für ein Gefühl haben? كَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا, als hätten sie auf dieser Erde nur wie lange verweilt? عَشِيَّةً, einen Abend, أَوْ ضُحَاهَا, oder einen Vormittag. Diese Dunya ist vergänglich. Und eines Tages werden wir alle zurückkehren. Die Frage ist nur die, wie kehrst du zurück? Wie wird der Engel die Seele aus deinem Körper reißen? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er stand eines Tages vor einem Grab. Das ist die bekannte Überlieferung von Al-Bara ibn Azib. Und er beschrieb, wie die Engel kommen werden und bei einem nichtgläubigen Menschen. Und damit kann auch ein vielleicht gläubiger Mensch gemeint sein, der aber nicht praktiziert hat, der nicht den Weg Allahs gekannt hat. Also jemand, der grundsätzlich nicht den Weg Allahs gekannt hat, wie die Engel die Seele aus seinem Körper ziehen werden. Es wird so sein, als würde man Flüssigkeit oder etwas aus Watte herausziehen wollen. Schau mal, Watte. Ja, versuch mal, etwas aus Watte herauszuziehen. Schmutz oder Dreck. Ja, da ziehst du immer etwas mit. Wird immer etwas von der Watte mit entfernt. Also ein Ausdruck für Schmerz, ein Ausdruck für Heftigkeit. Und dann, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala
bei den Engeln schwört, welche in aller Stärke und Heftigkeit die Seelen aus den Körpern der Menschen entreißen werden, welche den Weg Allah subhanahu wa ta'ala nicht gekannt haben und welche sich gegen die Wahrheit gestellt haben, insbesondere Ahl-Qura, die Leute, die überschritten haben, die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala überschritten haben, sodass den Augen der Mekkanen, dass den Mekkanen die Augen geöffnet werden, spricht Allah subhanahu wa ta'ala über eine andere Form von Tod, indem er nämlich mit dem zweiten Schwur beginnt, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى, hier übersetzt mit und den leicht herausziehenden. Nashit auf Arabisch ist was? Fit sein, aktiv sein, Leichtigkeit. Ja, das ist Nashit. Und Allah Ta'ala, er schwört bei den Engeln, welche die Seelen der Gläubigen aus ihrem Körper mit aller Leichtigkeit ziehen werden. Und wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in derselben Überlieferung, die wir gerade erwähnt hatten, das beschrieben mit dem Gläubigen? Wie wird seine Seele den Körper verlassen? Wie werden die Engel seine Seele aus dem Körper ziehen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, wie ein Tropfen, der aus einem Schlauch fließt. Ganz leicht. Ohne jegliches Problem. Subhanallah. Du kannst entscheiden, was du möchtest. Du bist derjenige, der selbst seinen Weg wählt. Das ist der Sa'i in dieser Dunya. Ich strebe entweder nach dem Guten oder ich strebe nach dem Schlechten. Allah Ta'ala, er schwört bei den Engeln, die das eine und das andere tun. Du kannst dir auswählen, zu wem du gehören möchtest. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى. Und dann, وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا. Ebenfalls wieder die Engel und den unbeschwert Dahingleitenden. Was ist die Aufgabe der Engel? Die Aufgabe der Engel ist es, dass sie die Gebote Allahs und die Befehle Allahs, die Anordnung Allahs umsetzen. Sie sind verantwortlich für dieses Universum. Sie sind Soldaten Allahs subhanahu wa ta'ala, treue Diener Allahs subhanahu wa ta'ala. Und sie gleiten dahin, unbeschwert. Manche Gelehrte beziehen das darauf, dass sie sagen, diejenigen sozusagen von den Engeln, welche dann die Seelen der Gläubigen nehmen und mit ihnen unbeschwert in den Himmel gleiten. Oder umgekehrt, unbeschwert auf die Erde gleiten. Möge Allah uns davor bewahren, ya Rabbil Alamin. Die Engel, sie führen das aus, was Allah von ihnen verlangt. Und sie beeilen sich dabei. Es fällt ihnen nicht schwer, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen dazu die Möglichkeit gegeben hat. Und keiner von uns kann sich dagegen stellen. Wenn der Todesengel zu dir kommt, ist es vorüber. Der Engel, er wird das ausführen, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Warst du gut, dann wird der Engel kein Problem damit haben, in aller Schnelle deine Seele in einer schönen Art und Weise aus dem Körper zu nehmen. Warst du schlecht, dann wird der Engel ebenfalls kein Problem damit haben, mit Heftigkeit, aber für ihn mit aller Leichtigkeit, deine Seele aus dem Körper zu ziehen. Und dann geht Allah subhanahu wa ta'ala etwas näher darauf ein. Das sind die drei Schwüre. Allah ta'ala, er macht aber weiter, aber es ist kein Schwur mehr, sondern es ist eine Folge aus diesem dritten Schwur. Nämlich Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt daraufhin, فَالسَّابِقَاتِ سَبِقَا. Und den allem Vorauseilenden. Aus diesem وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا, den unbeschwert Dahingleitenden, ergibt sich, dass sie immer ganz vorne mit dabei sind. Wenn Allah Ta'ala von ihnen etwas verlangt, dann führen sie es aus. Und sie sind an erster Stelle. Sie sind die Ersten, die es ausführen. Und deswegen, wie beschreibt Allah Ta'ala die Engel im Koran? لا يعصون الله ما أمرهم. Sie sind nicht ungehorsam gegenüber Allah in Bezug auf das, womit er ihnen oder was er ihnen befohlen hat. ويفعلون ما يؤمرون. Und sie tun das, was ihnen befohlen wird. Israfil, der ins Horn blasen soll. Ein Engel. Es wird überliefert, dass er die ganze Zeit am Horn ist, mit einem Auge Richtung Thron Allah subhanahu wa ta'ala
um ja nicht den Befehl Allahs zu verpassen, wenn der Befehl kommt, ins Horn zu blasen. فَالسَّابِقَاتِ سَبَقَ. Immer an erster Stelle, so wie eigentlich auch ein Mu'min sein sollte. Ein Mu'min sollte sich genau diese Eigenschaft der Engel abschauen. Ich versuche, wenn es um die guten Taten geht, immer an erster Stelle zu sein. Zu wetteifern. Und deswegen, Allah Ta'ala, er verwendet genau dieses Verb, Sabaqa, auch in Bezug auf die Gläubigen, mit einer ganz konkreten Aufforderung. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, Surat al-Hadid. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Strebt, beeilt euch, versucht an vorderster Stelle mit dabei zu sein. Ja? Wenn es worum geht, wenn es um das Paradies geht, wenn es um die Vergebung Allahs geht und wenn es um das Paradies geht, da soll ich immer versuchen, vorne mit dabei zu sein. Wenn es um die guten Taten geht, versuch immer ganz vorne mit dabei zu sein, wie die Engel. Wenn es um die Dunya geht, versuch etwas zurückhaltender zu sein. Das Problem ist, es ist meistens umgekehrt. Wenn es um die Dunya geht, sind die Menschen ja immer ganz vorne mit dabei. Ich war neulich letzte Woche, ja, war ich bei uns hat so ein neues Lidl, soll ein neues Lidl aufmachen. Und da haben die so ein, wie heißt das, so ein Restposten verkauft. Als ich die Leute gesehen habe, ich habe Allahu Akbar, die haben sich wirklich ja so gestritten und gesagt, das ist meins. Und die Leute rein und raus mit mehreren Wagen. Ich dachte, subhanallah, wenn wir Menschen, ich finde vielleicht auch nicht besser, ja, wenn wir Menschen ja in Bezug auf das Jama'a-Gebet, ja, auf die guten Taten, auf das Spenden, so wären, ja, wie wenn es um die Dunya geht, ja, dann wären wir ganz anders. Aber es ist leider meistens genau umgekehrt, subhanallah. Und deswegen Allah erinnert uns, sei ganz vorne mit dabei, wenn es um das Gute geht. Wenn es um die Dunya geht, sei etwas zurückhaltender. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei einem Gebet, sagte er, das war glaube ich das Isha-Gebet gewesen, wenn sie wüssten, die Heuchler, er sprach über die Heuchler, wenn sie wüssten, dass es auch nur einen Knochen gibt mit ein bisschen Fleisch dran, ein Knochen, mit ein bisschen Fleisch dran. Oder zwei Knochen mit ein bisschen Fleisch dran. Ja? Dann würden sie sich überschlagen. Ja? Dann wären sie alle gekommen. Für einen Knochen mit ein bisschen Fleisch dran. Mit Fleischresten. Weil es um die Dunya geht. Aber wenn es um das Gebet geht, wenn es um die guten Taten geht, subhanallah, die Menschen faul. Ich habe keine Zeit. Deswegen glaubt niemals jemanden, der sagt, ich habe keine Zeit zum Gebet zu kommen. Ich habe keine Zeit zum Unterricht zu kommen. Das ist immer eine Frage der Prioritäten. Weil für alles andere hat er Zeit. Und deswegen, wenn du merkst, du hast keine Zeit mehr, in die Moschee zu kommen, dann musst du dir eine wichtige Frage stellen. Was ist mein Sa'i in dieser Dunya? Wonach strebe ich in dieser Dunya? Strebe ich nach Allah? Dann habe ich klare Prioritäten, dann finde ich die Zeit. Ganz eindeutig. Wer nach Allah strebt, der findet die Zeit, um in die Moschee zu kommen. Der findet die Zeit, um zu Unterrichten zu kommen. Der findet die Zeit, um das oder jenes Gutes zu tun. Wer aber nur für die Dunya lebt, der findet nicht die Zeit. Warum? Weil er sich andere Prioritäten gesetzt hat. Das ist immer eine Frage der Prioritäten. Und deswegen, jemand, der sagt, ich habe keine Zeit zu beten, stell ihm eine Frage. Wenn du extrem Hunger hast oder du musst extrem auf Toilette, findest du nicht die Zeit, auf Toilette zu gehen? Du findest immer die Zeit, egal was ist. Ja? Wenn du unterwegs bist mit dem Auto, manche sagen, ich bin auf Reise, ich kann nicht beten. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du ein bisschen müde bist, und einen Kaffee brauchst, hältst du nicht an einer Raststätte? Und machst eine Pause, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, gehst auf Toilette, machst dich frisch. Aber wenn es um das Gebet ist, warum hast du da nicht die Zeit, das zu tun? Das ist immer eine Frage der Prioritäten. فَالسَّابِقَاتِ سَبَقَا. Und dann, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا. Wieder eine Folge von diesem وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا. Dass sie dahingleiten sind, ihnen das leicht fällt. Ja, sie sind immer an erster Stelle dabei. Ja, wenn es um die guten Taten geht, wenn es um die Ausführung der Gebote Allahs geht. Und dann, und hier sind sich alle Gelehrten darüber einig, dass die Engel damit gemeint sind, auch die Gelehrten, die für die anderen Verse eine andere Interpretation haben, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا, den eine Angelegenheit regelnden. Also diejenigen, die irgendetwas ausführen müssen, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat. Und auch ich als Muslim sollte danach streben, dass ich diese Eigenschaft annehme der Engel. Dass ich versuche, ein wahrer Diener Allahs zu sein. Gucken, was will eigentlich Allah von mir? Wofür hat Allah mich erschaffen? Was ist der Grund, warum ich in dieser Dunya bin?
Und dass ich versuche dann, das, was Allah von mir verlangt hat, auch auszuführen. Genauso wie es die Engel tun. Und die Engel, sie haben ihre Aufgaben und sie gehen ihren Aufgaben nach. Und was ist meine Aufgabe im Leben? Wofür hat Allah mich erschaffen? Hat er mich erschaffen einfach nur, um Spiel und Spaß zu haben? Oder hat er mich für etwas Höheres erschaffen und auserkoren? Ich als Muslim sollte mir immer wieder vor Augen halten, warum hat Allah mich erschaffen? Allah sagt, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ. Derjenige, der das Leben oder den Toten das Leben erschaffen hat. Warum? Ganz klare Ansage. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Um zu prüfen, wer von euch die besten Taten tut. Danach sollte ich streben. Etwas für Allah tun. Ein Diener Allahs sein. Ja, ein Soldat in Anführungsstrichen Allahs sein, der das ausführt, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Wir haben jetzt drei Schwüre. Aber was ist das, worauf geschworen wird? Weil es geht jetzt weiter. يَوْمَ تَرُجُفُ الرَّاجِفَ. Am Tag, da das Zittern einsetzt. Wo ist der sogenannte مُقْسَمْ عَلَيْهِ? Es gibt im Arabischen, es ist auch im Deutschen so. Ja? Es gibt im Arabischen, es ist der Qasam, es ist der Schwur. Du hast al-muqsam bihi, also das, wobei geschworen wird, das sind diese drei Dinge. Und jetzt stellt sich die Frage, worauf schwört Allah? Das wird nicht erwähnt. Aber jeder kann es sich denken, weil es nämlich aus dem Kontext hervorgeht. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht nämlich im Anschluss daran, über das, was am jüngsten Tag geschehen wird. Also ist der sogenannte Muqsam alayhi, das, worauf Allah schwört, Wallahi latuba'athunna. Bei Allah, ihr werdet auferstehen. Allah Ta'ala, er schwört also und lässt das, worauf er schwört, aus, weil es klar und deutlich ist. Er lässt die Menschen nachdenken. Der Koran ist ein Buch zum Nachdenken. Der Koran erregt zum Nachdenken auf. Manche fragen sich, warum sind die Sachen nicht einfach klar und deutlich? Der Koran, er ist dazu da, damit ich mir Gedanken mache. Damit ich den Verstand, den mir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, auch wirklich nutze und einsetze. Ich kann es mir selbst denken. Allah ta'ala, er schwört bei diesen Dingen, damit die Mekkaner, die Quraysh zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aufwachen, ihre Augen öffnen. Und es ist ihnen klar, ihr werdet auferstehen. Genauso wie ich aus dem Schlaf erwache, jeden Tag, am Morgen, so werde ich auch am jüngsten Tag erwachen. Es ist genau dasselbe. Dasselbe Prinzip. Es ist kein Unterschied. Ich wundere mich nicht darüber, wie ich morgens aufwache. Es ist für mich etwas ganz Normales. Und am jüngsten Tag wird es genauso sein. Ich bin im Grab und plötzlich werde ich aufwachen. Stellt euch das mal vor, Subhanallah. Du wachst einfach auf. Du bist tot. Du schläfst. Allahu alam, was das für eine Dimension ist. Barzakh. Wird eine Art von Schlaf sein. Was für ein Schlaf, wir wissen es nicht. Und dann plötzlich, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, öffnest du deine Augen. Und du hast deinen Körper wieder. Das muss man sich mal vorstellen. Plötzlich hast du deinen Körper wieder. Du warst in einer ganz anderen Welt. Und plötzlich kriechst du aus der Erde. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt das. Er sagt, ihr werdet aus der Erde wachsen, genauso wie Pflanzen. Es wird eine Art klebrige Flüssigkeit, ähnlich wie Sperma, vom Himmel herabkommen. Und die Menschen werden wie Pflanzen aus der Erde wachsen. Du bist plötzlich wieder da. Und es wird genau dasselbe Prinzip sein, wie wir jeden Morgen erleben. Du wachst aus dem Schlaf auf und du weißt gar nicht, wie das passiert ist. Du bist einfach aufgewacht. Das war etwas ganz Normales. Das wird genauso sein. Nur es wird noch extremer sein. Warum? Wie wir gleich sehen werden, weil es an diesem Tag keinen Schlaf mehr geben wird. Aber dazu gleich mehr, inshallah ta'ala. Allah ta'ala, er lässt also das, worauf er schwört, aus, weil es klar und deutlich ist. Und weil der Mensch sich einfach darüber Gedanken machen soll und beginnt gleich mit den Ereignissen, welche diesen Tag einleiten werden. Indem er nämlich sagt, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. Allahu Akbar. Am Tag, der das Zittern einsetzt. Alles wird beben. Die Erde wird beben. Habt ihr diese Explosion gesehen in Libanon? Allahu Akbar. Das ist eine Explosion. Guck mal. Ganze Stadt zerstört. Die Druckwelle.
Stellt euch mal vor, die gesamte Erde wird beben. Beben. Das Meer wird Feuer speien, wie es der Koran aufzeigt. Vulkanausbrüche aus dem Meer. Alles wird zerstört werden. Die Berge, die wir als fest immer wieder gesehen haben, als eine Art Anker gesehen haben, die werden vor deinen Augen haba'en manthura, einfach so zu Staub. Es ist ein regelrechtes Beben. Und die Gelehrten sagen, die meisten Gelehrten haben gesagt, dass mit diesem Yawm tarjufu rajifa, was gemeint ist? Der erste Posaunenstoß. Dass Israfil alayhi salam in die Posaune stoßen wird und alles auf dieser Erde zerstört wird. Und dann tatba'uha radifa. Und das nächste hinterher folgt. Ar-radifa kommt von radifa. Und radifa bedeutet immer nachfolgend sein. Kuntu radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ich saß hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. In der Überlieferung von Abdullah ibn Abbas. Ar-radifa ist immer was? Etwas Nachfolgendes. Also es gibt den ersten Posaunenstoß und es gibt den zweiten Posaunenstoß. Und ein Großteil der Gelehrten hat gesagt, damit ist der zweite Posaunenstoß gemeint, wo die Menschen auferstehen werden. Beim ersten wird alles zerstört und beim zweiten hast du plötzlich eine ganz andere Welt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt jetzt die Menschen, in was für einem Zustand sie sich befinden werden. Das wird uns alle betreffen. Jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen von uns. Aber ich kann mir selbst aussuchen, welche Stellung ich am jüngsten Tag haben werde. Ob es mir gut gehen wird, relativ gesehen, oder ob es mir sehr, sehr schlecht gehen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, قُلُوبٌ يَوْمَ إِذٍ وَاجِفَةٌ. Gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen von Wajafa. Herzrasen. Angst. Die Herzen werden bis zur Kehle gelangen. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Allah Ta'ala beschreibt es in einer Schlacht. Wie willst du das am jüngsten Tag sein? Du wirst extremes Herzrasen haben, weil du nicht weißt, was dich erwarten wird. Aber Allah Ta'ala, er spricht von Qulub. Indeterminiert. Das heißt, ohne Artikel. Und damit ist gemeint, nicht alle Herzen. Es wird Herzen geben, die Allah Ta'ala festigen wird an diesem Tag. Und das sagt Allah Ta'ala. Was sagt Allah Ta'ala in Surat Ibrahim? يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah Ta'ala, er wird diejenigen fest, also er wird die Gläubigen festen mit der festen Aussage. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا in dieser Dunya وَفِي الْآخِرَةِ und im Akhira. Allah Ta'ala, er wird bestimmte Menschen festigen an jenem Tag. Wir wissen, es wird Menschen geben, die im Schatten Allahs stehen werden. Aber trotz alledem, Allah Ta'ala, er spricht über Qulub im Allgemeinen. Herzen werden Angst haben. Die meisten Herzen werden Angst haben. Und selbst derjenige, der gläubig ist, er wird Angst haben, weil er nicht weiß, was ihn erwarten wird. Es ist unglaublich, dieser Tag. قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Und dann, أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Und ihre Blicke werden demütig sein. Worauf zieht sich das ihre? أَبْصَارُهَا. Worauf bezieht sich das? Ihre Blicke. Dieses Pronomen ihre, worauf bezieht sich das? Nochmal. قُلُوب. Allah spricht über Herzen. Es bezieht sich auf die Herzen. Die Herzen, ja, die Augen dieser Herzen, damit sind natürlich die Menschen gemeint. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns aufzeigen, dass das, was im Herz ist, sich auswirken wird auf den gesamten Körper. Und das kann man am Hand des Auges erkennen. Wenn du siehst, dass jemand Angst hat, dann erkennst du das. Oder wenn jemand Angst hat, siehst du das in seinen Augen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, أَبَصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Und er bezieht es auf die Herzen. Man kann die Angst, die sich in ihren Herzen befindet, in ihren Augen erkennen. Sie werden demütig sein, sie werden still sein, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt dann, ja, und er spricht jetzt über die Kuffar der Quraysh, wie sie darauf reagieren. Anstatt das einzusehen, sagen sie immer wieder zu den Propheten,
يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. Sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden? Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er hält es ihnen immer wieder vor Augen. Ja, ja, das wird geschehen. Und es wird kein Unterschied sein zu eurem Schlaf, wenn ihr aufwachen werdet. Und die zweite Schöpfung ist nicht schwieriger als die erste Schöpfung. Manche halten das für unmöglich. Was ist schwieriger? Etwas neu zu erfinden oder etwas nachzuahmen? Und zu imitieren und nochmal zu tun. Wenn ich eine Sache schon einmal gemacht habe, was ist schwieriger? Das erste Mal ist natürlich schwieriger, es zu erfinden, überhaupt auf die Idee zu kommen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen aus dem Nichts erschaffen hat, würde es ihnen dann schwerfallen, dass er den Menschen noch einmal aus der Erde auferstehen lässt. Also im Grunde genommen, jeder, der an einen Schöpfergott glaubt, der dürfte auch damit überhaupt kein Problem haben, dass er an die Wiederauferstehung glaubt. Weil die erste Schöpfung oder die zweite Schöpfung ist nicht schwieriger als die erste Schöpfung. Ja, Qulun, sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden? Ja? إِذَا كُنَّ عِظَامًا نَخِرًا, wenn wir zu verrotteten Knochen geworden sind? قَالُوا تِلْكَ إِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرًا. Sie sagen, das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr. Aber das meinen sie natürlich ironisch. Sie machen sich lustig. Genauso wie heutzutage, du siehst in einem Film, wenn wir in die Hölle kommen, dann machen wir eine Party, ja? Dann sind wir alle zusammen in der Hölle und feiern wir schöne Party, ja? Kennt ihr doch solche Aussagen, ja? Im Film, weiß ich nicht, auch irgendwelche Leute, die sich lustig machen über die Religion, kein Problem in der Hölle, ja, dann haben wir ein bisschen Spaß, ja? Und genauso auch die Kufar der Quraysh, wenn das so ist, ja, dann sind wir eben verlustreich, dann ist es eben so. Sie wissen es, sie sind verlustreich, aber sie machen sich darüber lustig. Und wie viele Menschen heutzutage machen sich darüber lustig? Und sind sich überhaupt nicht im Klaren darüber, was das bedeutet für sie, wenn es wirklich dann so kommt. Wie immer wieder die Propheten angekündigt haben. Was wird dann aus ihnen werden? Möge Allah uns davor bewahren, ya Rabbil Alamin. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Ein Schrei und alles ist vorüber. Nichts Großes, einfach nur ein Schrei. Wie eine Bombe und alles ist weg. Ja? Ein Schrei. Was für ein Schrei? Allahu Akbar. Ein Posaunenstoß und alles ist weg. Alles ist vorbei. Und jetzt kommt genau das, was ich gerade gesagt habe. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Allah. Das ist hart. Und sogleich sind sie übersetzt auf der Oberfläche. Was heißt denn Sahira? Was heißt denn? Von welchem Verb kommt denn das? Sahira. Von Sahara. Was heißt denn Sahara? Was bedeutet? Lange wach bleiben. Sahran. Ja? Jemand, der lange wach ist. Was ist damit gemeint? Sie sind jetzt plötzlich, die Gelehrten haben das interpretiert mit einer Oberfläche. Eine Oberfläche. Aber was ist mit dieser Oberfläche? Diese Oberfläche, die ist hell, extrem hell, durch die Sonne, die nur eine Meile von den Köpfen der Menschen entfernt ist. Und jetzt gibt es keinen Schlaf mehr. Es gibt keinen Tod mehr. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Und der Tod kommt von überall her. Aber er ist nicht tot, er will sterben, der Mensch, aber er kann nicht mehr sterben. Stell dir mal vor, du willst sterben und du kannst nicht sterben. Du sagst, oh Allah, khalas, ich will einfach weg sein. Lass mich einfach nur sterben. Aber es geht nicht mehr. Es ist nicht mehr möglich. Es gibt keinen Tod mehr. Es gibt ewiges Leben. Und der Mensch sagt, ich will aber lieber sterben, ich will nicht da sein, nicht existieren. Geht aber nicht. Das ist die Bestimmung Allahs. Und jetzt, subhanallah, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das so bildhaft beschrieben hat, wie mit dem Schwur, mit dem, was geschehen wird an jenem Tag, mit wenigen Worten, und wie die Quraysh darauf reagiert haben, und wie sie dann plötzlich vor der Realität stehen werden, indem sie nicht plötzlich alle wach sein werden, und es ist Realität vor ihren Augen, und sie können es nicht mehr ändern, wechselt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala das Thema. Nicht das Thema, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er macht das, was immer wieder im Koran geschieht. Nämlich, er bringt ein Beispiel. Ein Beispiel. Und zwar ein Beispiel von einem Propheten, der dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sehr, sehr ähnlich gewesen ist.
Und wir dürfen nicht vergessen, diese Sure wurde wann offenbart? Noch in Mekka, ganz am Anfang. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er brauchte eine Art Motivation. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er brauchte eine Unterstützung. Er brauchte Vorbilder. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, er bringt jetzt dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ein Beispiel von einem vorherigen Propheten, dessen Geschichte im Allgemeinen bekannt ist. Aber Allah ta'ala erfasst diese Geschichte zusammen und er erhebt nur das hervor, was für diese Phase, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich befunden hat, besonders wichtig ist. Nämlich, wie man umgehen soll mit Leuten, die einen ablehnen und mit Leuten, die überheblich sind und mit Menschen, welche die Grenze Allah subhanahu wa ta'ala permanent überschreiten. Und dass Musa alaihi salam genau dasselbe durchgemacht hat, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit einem noch größeren Feind, nämlich mit Pharao. Und deswegen, was sagt Allah ta'ala zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Und er spricht jetzt nicht mehr die Quraysh an, sondern er spricht direkt unseren Propheten an. Weil worum geht es? Es geht darum, dass unser Prophet motiviert wird, sallallahu alaihi wa sallam. Aber gleichzeitig, dass die Quraysh, die das hören, auch sehen, es gibt eine Parallele. Hal ataka hadithu Musa? Ist zu dir die Geschichte Musas gekommen? Die Geschichte ist bekannt, natürlich ist sie gekommen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er erinnert noch einmal den Propheten daran. Mach dir keine Sorgen, das, was dir geschehen ist, ist schon zuvor anderen Propheten geschehen. Und du weißt es eigentlich. Nur, du wirst noch einmal daran erinnert. Und das ist sehr, sehr wichtig in der Da'wah, wenn wir versuchen, Leuten Mut zu machen, dass wir immer wieder auch Geschichten erwähnen. Parallelen ziehen aus anderen Geschichten, damit wir diese Menschen ermutigen und aufzeigen, du bist nicht der Einzige. Im Deutschen sagt man, geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Man braucht das, man braucht diese Motivation. Hal ataka hadithu Musa. Und Allah Ta'ala, er erzählt jetzt die Geschichte sehr, sehr kurz und lässt vieles aus und hebt nur das hervor, was wirklich wichtig ist für diesen Kontext. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du Da'wa machst mit jemandem, dann musst du immer schauen, in was für einem Zustand befindet er sich. Du kannst nicht immer in derselben Form Da'wa machen. Wie oft wird die Geschichte von Musa alaihi salam im Koran erwähnt? Es gibt keine Geschichte, die öfter erwähnt wird als die Geschichte von Musa alaihi salam. Aber jedes Mal werden andere Aspekte hervorgehoben. Weil es jedes Mal um einen anderen Kontext geht. Und auch du, wenn du Da'wa machst oder mit Menschen sprichst über Allah subhanahu wa ta'ala, dann solltest du nicht immer dieselbe Methode wählen, sondern solltest immer schauen, wer ist diese Person? Was ist der Schlüssel, um diese Person zu erreichen? Es gibt eine sehr schöne Begebenheit in Abdullah ibn Abbas, der saß und mit einigen seiner Gefährten zusammen, mit seinen Schülern, und dann kam ein Mann. Und er stellte ihm eine Frage. Er sagte zu ihm, Imam, was ist mit jemandem, der einen Menschen umbringt? Kann er bereuen oder nicht? Und er sagte nein. In derselben Sitzung kam nochmal ein Mann. Und er sagte zu ihm, Imam, was ist mit jemandem, der einen Menschen umbringt? Kann er bereuen? Ja oder nein? Er sagte ja. Die Schüler von Abdullah, was sie sagten nicht. Nachdem die beide weg waren natürlich. Sheikh, wir sind ein bisschen verwirrt. Dem einen antwortest du so, und dem Antwort, ist dieselbe Frage, aber du antwortest, gibst genau die gegenteilige Antwort. Und dann meinte er, bei dem einen habe ich Zorn in seinen Augen gesehen. Und deswegen habe ich ihm gesagt, er kann nicht bereuen, damit er diese Sünde erst gar nicht begeht. Und bei dem anderen habe ich Reue in seinen Augen gesehen. Und ich wusste, er hat wahrscheinlich schon etwas getan. Und deswegen habe ich ihm aufgezeigt, dass es immer einen Weg zur Reue gibt. Subhanallah. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich verstehe, wie ich Da'wa mache bei den Menschen. So wie es der Koran macht. Er erwähnt die Geschichte, die allgemein bekannt ist, die immer wieder vorkommt. Aber er hebt nur das hervor, was jetzt wichtig ist für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Als sein Herr ihn im geheiligten Tal Tuwa rief. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde auch kurz zuvor gerufen. In Ghar Hira. Das ist jetzt der Kontext. Und dann direkt aber, worum es geht. Was ist seine Aufgabe? اذهب إلى فرعون إنه طغى. Geh zu Pharaon, denn gewiss er überschreitet das Maß an Frevel. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte genau dieselbe Aufgabe.
In der zweiten Offenbarung sagt Allah subhanahu wa ta'ala was? Qum fa'anzir, steh auf und warne die Mekkaner vor einer Strafe. Genau dasselbe. Das ist die Parallele. Warum? Innahu tagha, er überschreitet das Maß an Frevel. Tughyan. Und Tughyan ist immer wieder das eigentliche Problem. Dass Menschen ein bestimmtes Maß überschreiten. Und immer dann, wenn ein bestimmtes Maß überschritten wird, warnt Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen. Er gibt ihm Zeichen, ob es nun Propheten sind oder ob es andere Zeichen sind. Wenn er aber irgendwann einmal ein Maß erreicht, wo er es übertreibt, wie es Pharao getan hat, nämlich, wie es Allah ta'ala sagt, dass er gesagt hat, ana rabbukumul a'la, ich bin euer höchster Herr, wie wir gleich sehen werden, insha'Allah ta'ala, dann nimmt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen und ja, er bestraft diesen Menschen. Oder es kann sogar sein, dass eine ganze Bevölkerung und eine ganze Gesellschaft dafür bestraft werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er verlangt jetzt von Musa alayhi salam, dass er zu Pharao geht, weil er das Maß überschritten hat. Und unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er sollte es ihm gleich machen, indem er nämlich zu den Quraysh gehen soll, die ebenfalls das Maß überschritten haben. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَنْ تَزَكَّى. Und er zeigt ihm auf, wie die Art und Weise der Da'wah sein sollte. Dann sag, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern? Immer diese Form Hellecke bedeutet im Arabischen, dass ich versuche, in einer höflichen Art und Weise jemanden zu etwas aufzufordern. Und genau diese höfliche Art und Weise in der Da'wah ist der Schlüssel zum Erfolg. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dies immer wieder umgesetzt. 1:1. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Und durch Barmherzigkeit deines Herrn bist du ihnen gegenüber was? Weich gewesen. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, wärest du hart gewesen, was wäre dann gewesen? لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. غَلِيظَ الْقَلْبِ, hartherzig. لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, sie hätten sich alle von dir getrennt. Allah Ta'ala, er hat explizit von Musa alaihi salam verlangt und von seinem Bruder Harun, dass sie gut und weiche Worte zu Pharao sagen sollen. فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ, sagt zu ihm weiche Worte. Und deswegen in der Da'wah, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, immer versuchen, schöne Worte zu nutzen. Wie es der Prophet sagte, مَا كَانَ رِفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ. Sanftmütigkeit ist in keiner Sache, außer dass sie geschmückt wird. وَمَا كَانَ الْعُنْفُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. Und Härte und Gewalt sind keine Angelegenheit, außer dass diese was ist? Außer dass diese dadurch schlechter wird. Und deswegen lasst uns immer versuchen, genau das umzusetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala hier verlangt hat. Und jetzt, وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ. Achso, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern? Es geht nicht darum, dass du kein Pharao mehr sein sollst, dass du kein Herrscher mehr sein sollst. Ich will dir nicht die Macht nehmen. Es geht nur darum, dass du dich änderst. Dass du Taskir machst. Was ist Taskir? Dass du dich innerlich reinigst und läuterst. Das, worauf es ankommt. Dass der Mensch versucht, in sich zu kehren. Und dass er immer wieder zu Allah Ta'ala zurückkehrt. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. Und dass ich dich zu deinem Herrn recht leite, sodass du gottesfürchtig wirst. Dass du Khashya erlangst. Ich zeig dir den Weg auf, wie du zu Allah gelangst. Sodass du Khashya erlangst. Du bleibst weiterhin Herrscher. Du bleibst weiterhin Pharao von Ägypten. Keiner will die Macht in Frage stellen. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dass du richtig handelst. Und dass du Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala hast. Und deswegen, die Tazkiyah, sie führt zu was? Sie führt zu Khashya. Ohne Tazkiyah, keine Khashya. Wenn ich nicht bereit bin, mich innerlich zu läutern, immer wieder an mir zu arbeiten, dann werde ich auch keine Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala entwickeln. Diese Ehrfurcht gegenüber Allah, sie kann nur erreicht werden, indem ich immer wieder an mir und meinem Nafs arbeite. Auf Arabisch, Mujahidatun Nafs. Tag für Tag. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es Tag für Tag vorgelebt. Jeden Tag bis zu 100 Mal Allah um Vergebung gebeten. Und ist reumütig zu ihm zurückgekehrt. Taube Gott, 100 Mal. Das heißt, über den ganzen Tag verteilt ist er mit seinem Herzen bei Allah gewesen. Hat sich immer wieder selbst überprüft, selbst in Frage gestellt. Istighfar gemacht, seine Hände gehoben, Allah um Vergebung gebeten. Wie oft mache ich das als Muslim? Ich sollte immer wieder damit beschäftigt sein, weil das führt am Ende dann zu dieser Taqwa und zu dieser Khashya, von denen Allah subhanahu wa ta'ala hier spricht.
Und dann, wir werden die Sura heute leider nicht vollständig schaffen, wie ich gerade merke. Wir machen das in zwei Teile dann, inshallah. Aber lass uns doch die Geschichte von Musa alayhi salam abschließen. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى. Da zeigte er ihm das größte Zeichen. Was ist das größte Zeichen gewesen? Was war das größte Zeichen, was Musa alayhi salam Pharao zeigte? Er hatte ja viele Zeichen gehabt. Was war das größte gewesen? Nein, Mond, das war unser Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Was ist das größte Zeichen? Ne? Al-Asa, ja, der Stab, der zu einer Schlange wurde. Und die Hand, die er herausholt und die weiß wurde. Ja, das ist für die damalige Zeit, wie gesagt, das Zeichen gewesen. Ja, der Stab, der zu einer Schlange wurde und die Stäbe der Zauberer aufgefressen hat, sodass die Zauberer sich niedergeworfen haben vor Allah, ein eindeutiges Zeichen. Ich meine, er hat sie herausgefordert. Oder Pharao hat Musa alayhi salam herausgefordert. Und zwar ist ein klares Zeichen. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Er aber erklärte es für Lüge und widersetzte sich. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. يَسْعَى von Sa'i. Das ist sein Weg gewesen. Er hätte sich für den anderen Weg entscheiden können. Und die Frage ist die, welchen Weg willst du gehen in deinem Leben? وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Und der Mensch hat nur das, wonach er strebt. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Und sein Streben wird gesehen werden. Du wirst selbst sehen, am jüngsten Tag, wonach du gestrebt hast. Hast du nach der Dunya gestrebt? Oder hast du nach Allah gestrebt? Nach dem Akhira? Es liegt in deiner Hand. Und das Schöne ist, strebst du nach Allah, dann bekommst du die Dunya und Allah. Und das Schlimme ist, strebst du nach der Dunya, dann bekommst du die Dunya. Aber du bekommst nicht Allah. Und das Schlimmste ist, du bekommst von der Dunya nicht mehr, als für dich ohnehin vorgesehen war. Du strebst und strebst und denkst, es geht nicht anders, ich muss. Du bist im Stress. Jeden Tag immer wieder, Sorgen, 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 tausend Sorgen wegen der Dunya. Und du bekommst nicht mehr. Du bekommst nur das, was ohnehin für dich vorgesehen war. Strebst du nach Allah, bekommst du genau das. Es rennt dir regelrecht hinterher. Du willst, du sagst, ich bin gar nicht darauf so scharf, aber es kommt dir hinterher. Und du bekommst auch noch Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Unterschied. Deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Ja? Oder was? Allah ta'ala beschreibt es im Koran sehr, sehr schön. Ja? Mit diesem Harf. Und zwar, Allah ta'ala, er sagt, man kana yuridu harfa al-akhirati, nazid lahu fi harfi. Wer, Surat Shura, Vers Nummer 20, wer immer die Ernte des Saatfeldes für das Jenseits haben will, dem mehren wir noch die Ernte in seinem Saatfeld. Er bekommt doch das, was bei Allah, also die Dunya und die Akhira. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Und wer die Ernte des Saatfeldes für das Diesseits haben will, dem lassen wir etwas davon zukommen. Und dann, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Für den wird es aber im Jenseits keinen Anteil geben. Khalas. Du hast das bekommen, was du wolltest, aber am jüngsten Tag bekommst du gar nichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche nach dem streben, was bei Allah ist, sodass sie das bekommen, was bei Allah ist, und das, was in dieser Dunya ist. Amin, Rabbil Alameen. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Musa über Pharao, was er dann getan hat. فَحَشَرَ فَنَادَى. Da versammelte er das Volk und rief dann aus. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Er sagte, weil er jetzt keine Argumente mehr hatte. Alle Argumente sind weg. Es geht jetzt nur noch um Gewalt. Ich bin euer höchster Herr. Ich bin Gott auf Erden. Ich bin die Nachkomme Gottes auf Erden. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Ein warnendes Beispiel für das Jenseits und für das Diesseits, weil sein Leichnam immer noch vorhanden ist. Viele Gelehrte sagen, es handelt sich um Ramses II., ja, dessen Leichnam man auch in Ägypten im Museum findet, ja, mumifiziert. Ja, Allahu alam, ob er es war, manche sagen, es ist auch andere, ein anderer Pharao gewesen, oder abhängig davon. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihn zu einem Zeichen gemacht. In der Dunya und in der Akhira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns
zu jenen gehören lassen, über die Allah jetzt sagt, und das ist der letzte Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. Wieder die Khashya. Nur derjenige zieht die Lehren aus diesen Geschichten, der Khashya in seinem Herzen hat. Wer keine Khashya in seinem Herzen hat, keine Ehrfurcht gegenüber Allah, der wird aus diesen ganzen Geschichten auch keine Lehren ziehen. Möge Allah Ta'ala uns Khashya in unserem Herzen geben. Möge Allah Ta'ala uns zu jenen gehören lassen, von, bei denen die Engel ihre Seelen mit Leichtigkeit aus ihrem Körper ziehen werden. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unsere Herzen am jüngsten Tag festigen und unsere Blicke ebenfalls festigen an jenem Tage. Möge Allah Ta'ala uns immer die Wahrheit erkennen lassen und sie befolgen lassen. Amin, ya Rabbil Alameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.